Sie sind zu Gast bei Maybrit Illner. Und die begrüßt Sie nochmal ganz herzlich hier in der Runde in, wie immer, dem gebotenen Abstand. Christian Drosten ist bei uns, der Chefvirologe der Charité hier in Berlin. Herr Drosten, ein Mensch steckt momentan ungefähr einen Menschen an. Dieser berühmte Reproduktionsfaktor, den die Bundeskanzlerin da erklärt hat, der wird wahrscheinlich Unwort des Jahres oder auch Wort des Jahres, weiß man noch nicht. Würden Sie sagen, das ist nachvollziehbar und richtig, sich jetzt vollständig auf diesen Reproduktionsfaktor zu konzentrieren? Und hat die Bundeskanzlerin das richtig erklärt? Das hat sie natürlich richtig erklärt, Reproduktionszahl. Was man interessanterweise daran auch sieht, ist die Unterschiedlichkeit zwischen den Bundesländern und die Möglichkeit, dann auch lokal vielleicht zu steuern. Wir müssen da vielleicht noch ein bisschen besser werden, aber wir sind schon nicht so schlecht im Berichten über diese Zahl. Man sieht, das zum Beispiel in Hongkong wirklich tagesaktuell. Also da werden kann jeder in der Bevölkerung sich jeden Tag anschauen, wie gerade die Reproduktionszahl ist. Wir müssen noch ein bisschen mehr in die Richtung kommen, aber es geht schon ganz gut in die richtige Richtung. Und ich glaube, dieses Prinzip ist nicht schlecht, dass man da auch eben noch mal an einem anderen Wert als nur an dieser reinen kumulativen Fallzahl sieht, wie die Bundesländer unterschiedlich sind. Mhm. Und man wird da auch dann sehen, ich weiß gar nicht, ob ich das bewerten soll, ob ich sagen soll leider oder zum Glück, keine Ahnung. Aber man wird sehen, dass sich die Bundesländer dann auch angleichen. Ah, okay. Also dass Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt nicht bei diesen jetzt noch sehr positiven Zahlen bleiben wird? Das wird zwangsläufig sich verwischen, diese Unterschiede. Und es wird auch andere Unterschiede geben, andere Entwicklungen. Und die darf man jetzt im Moment nicht außer Acht lassen. Es ist nicht egal, ob ein 30-Jähriger den nächsten 30-Jährigen infiziert oder ein 70-Jähriger den nächsten 70-Jährigen. Mhm. Und weil ja die Fallsterblichkeit da in diesen Altersgruppen viel höher ist. Und auch da ist es so, dass das, was eingetragen wurde in die deutsche Bevölkerung, erstmal in den eher jüngeren, erwachsenen Altersgruppen stattfand. Das liegt nicht nur an den Skifahrern, aber auch. Und auch da werden sich die Unterschiede verwischen. Das heißt, wir werden bei gleicher Fallzahl, bei gleicher Infektionstätigkeit dennoch ein Abrutschen auch in die älteren Altersgruppen kriegen. Und das hat jetzt nichts mit zum Beispiel Seniorenwohnheimen zu tun, wo es Ausbrüche geben wird, die noch dazukommen, sondern einfach auch, das ist ein natürlicher Verwischungseffekt. Und das wird natürlich dazu führen, dass schon auch nochmal schwerere Fälle gesehen werden. Also unsere, wie andere Länder ja finden, beneidenswert niedrige Sterblichkeit, die wir in Deutschland haben, die wird nicht immer so bleiben. Ist das Eis so dünn wie beschrieben? Also für die nächsten 3 Wochen gucken wir jetzt erstmal noch. Es bleibt ein Gros der Maßnahmen bestehen. Und kann man dann ab dem 4.5. auf der Basis welcher Erfolge eigentlich über weitere Lockerungen nachdenken? Wie dünn ist das Eis, auf dem wir gehen? Naja, die Zeit bis zum 4.5. ist natürlich nicht lang. Also da kann man jetzt vielleicht noch nicht so viel sehen. Man sieht vielleicht mal den Effekt des Osterwochenendes, ob da vielleicht ein bisschen mehr eingestreut wurde. Aber insgesamt glaube ich nicht, dass das viel ausmachen wird. Aber es ist natürlich gut, dass da jetzt noch ein bisschen mehr Vorlauf ist für bestimmte Gegenangebote, die man da vielleicht der Natur machen kann. Mhm. Wenn man sagt, wir wollen da ein bisschen was lockern, dann wollen wir da vielleicht aber mehr ins Detail gehen, zum Beispiel über ein elektronisches Fallverfolgungssystem, das, wie ich finde, wirklich Hoffnung macht für die allernächste Zeit, also als direkte Maßnahme abseits von Träumen von Impfstoffen und Medikamenten. Christian Drosten, kompliziertes Thema. Wenn wir mehr lockern, wenn wir mehr Menschen in die Läden gehen, dann gibt es automatisch natürlich eine größere Gefahr. Umso sehr verweisen alle immer auf die Hygienemaßnahmen, die jeder ergreifen soll. Hilft eine Maskenpflicht? Ich denke, dass eine Maskenpflicht etwas helfen würde. Mhm. Ich kann das nicht quantitativ beziffern, aber es ist klar, es hat jetzt auch in letzter Zeit noch mal neue Daten gegeben, speziell für Coronaviren, die es vorher nicht gab. Also das sind, muss man wirklich sagen, das sind Dinge, die sind in der Woche vor Ostern erschienen. Das hat man vorher nicht gewusst. Und da muss man einfach dann auch mal eingestehen und anerkennen, dass das auch möglich ist, dass man neue Daten bekommt und nicht sagen, vor einem Monat habe ich es doch schon gesagt, ich wusste doch alles besser oder dieser Politiker hat das und das versäumt. Das ist ja Unsinn. Man muss einfach mal vorwärts denken. Mhm. Und zum Vorwärtsdenken gehört jetzt im Moment dazu, dass man sich nochmal klar macht, es darf keine Marktkonkurrenz geben mit dem medizinischen Personal, denn da ist die Expositionssituation mit Masken nochmal eine andere. Da gehören die Masken hin, denen darf man die nicht wegkaufen. Ja. Und jetzt ist doch die Frage, wenn ein Verkehrsbetrieb
möchte, dass eine Maskenpflicht eingehalten wird, warum lässt der nicht Textilmasken nähen und verkauft die für 1 Euro im Bus, beim Ticketverkaufsstand gleich dabei? Das finde ich total sinnvoll und ich glaube, das ist machbar. Das ist aber nur im Kleinteiligen machbar. Also so nach dem Motto, wirklich der Verkehrsverbund arbeitet mit dem und jemand anderes arbeitet damit. Aber wenn so etwas möglich wäre, dann käme man aus diesem etwas blöden Dilemma raus, dass man sagt, alle müssen im Prinzip Masken tragen, aber es gibt ja gar keine. Und man soll auch nicht dem medizinischen Personal die Masken wegkaufen. Also ein bisschen pragmatische Haltung wäre schon ganz gut an der Stelle. So, und nun gibt es dann auch gleich automatisch neue Besorgnisse. Es heißt immer wieder, dass die Viren sich jetzt doch in der Luft halten und nicht zu schwer sind, um sofort runterzufallen und werden eben über sogenannte Aerosole übertragen. Heißt auch das, dass diese 1,5 Meter Abstand eigentlich reichen oder reichen sie nicht? Müssten wir eigentlich noch mehr Abstand halten? Das sind zwei Komponenten und man sollte da auch jetzt vor dieser Aerosol-Sache nicht zu viel Angst haben. Aber es ist auch eben so, dass da neue Erkenntnisse in letzter Zeit aufgetaucht sind durch aktive Nachuntersuchungen, aktive Studien, die eben gezeigt haben, dass Coronaviren auch in so einen Aerosol-Zustand gehen und zwar jetzt in messbarer Art und Weise, nicht so wenig, dass das alles nur theoretisch ist. Und das wird eben auch eine Komponente sein. Und jetzt muss man sich das einfach nochmal klar machen, wie das funktioniert. Wenn ich eine feuchte Aussprache habe, kann sich jeder vorstellen, wie das ist. Und da weiß jeder, wenn ich da ein Tuch davor habe, dann verlässt mich das nicht. Aber es gibt eine kleinere Sorte von Tröpfchen, die fliegt eben so 1,5 Meter weit und dann sinkt die ganz schnell zu Boden. Und darum ist diese Abstandsregel genau richtig. Okay. So, und dann gibt es eben unter dieser Größe, Cut-off ist so bei 4-5 Mikrometern, da gibt es eine Sorte von Tröpfchen, die trocknet sofort ein in der Luft und die bleibt dann stehen in der Luft. So, und da kann man natürlich etwas auch machen, nämlich Luftzug oder auch draußen sein. Und da ist zum Beispiel, wenn wir jetzt wieder an öffentliche Verkehrsmittel denken, wer mal in asiatischen Großstädten war, in Hongkong zum Beispiel, da ist in diesen U-Bahnen, die gestopft voll sind mit Leuten, immer ein Luftzug, ein erheblicher Luftzug, der durch den ganzen Zug geht. Und da könnte man auch mal drüber nachdenken, wie man so etwas herstellt, belüftet, in vielen Alltagssituationen, ein Luftzug, gerade im Sommer. Professor Drosten, sind die Hoffnungen auf diese App begründet und berechtigt, dann nicken Sie, Sie haben es auch schon gesagt, ist nicht der nächste logische Schritt, dass dann im Nachhinein natürlich eine Infrastruktur funktionieren muss. Dann müssen die Gesundheitsämter, die gerade noch die Faxe geschickt haben, ja in der Lage sein, all die gemeldeten Daten zu verarbeiten und gegebenenfalls all den roten Karten, die manche Bürger da bekommen haben, auch nachzugehen. Ist die da? Diese Infrastruktur, naja, also schaffen die das? Ich denke, es wird eine Einführungsphase geben müssen, die eine Kombination ist aus der Nutzung von solchen elektronischen Hilfen und dann aber auch einem Faktor Mensch, der auch in den Gesundheitsämtern angesiedelt ist und vielleicht auch noch an anderen Stellen, an bestimmten Schnittstellen, wo es vielleicht auch noch nicht so leicht ist, solche Informationen weiterzugeben und daraus auch Handlungen hervorgehen zu lassen. Da muss man natürlich mit einer gewissen Workforce, die jetzt also ganz schnell auch eingestellt wird in einigen Gesundheitsämtern, komplementär arbeiten. Also es wird sicherlich eine Phase geben, wo es beides gibt und wo man dann so einzelne Aspekte dann an solche elektronischen Ansätze überhändigt. Ja. Wir sind wieder bei der Virologie. Herr Drosten, was weiß man, wie sehr Schulen eigentlich auch mit ein Auslöser von Infektionen sein kann? Wie sehr also ausgerechnet Schulen, egal welchen Alters, da im Grunde in dieser Pandemie, in der Seuche besonders Spreader sein können, also dafür sorgen können, dass es eine Infektion gibt. Ja, bei der Influenza können die das. Bei dieser Erkrankung wissen wir viel zu wenig. Das gehört also hier zu den Bereichen, wo wir einfach zu wenig wissen. Das geht schon damit los, dass wir zu wenig darüber wissen, in welcher Form Kinder infiziert sind. Also wir wissen, die werden infiziert, ganz klar. Also da gibt es gute Berichte aus China. Wir wissen auch, die haben weniger Symptome. Was wir nicht unbedingt wissen, ist, ob sie auch in geringerer Rate infiziert werden. Also ob es pro 100 Kindern versus pro 100 Erwachsene vielleicht weniger Infektionen gibt. Und das in einem normalen Kontext, also sagen wir mal in einem Familien- oder Haushaltskontext.
Und was wir auch nicht wissen, ist, wie jetzt die Schule an sich dann beiträgt zur Amplifikation. Also selbst wenn Kinder natürlich wenig Virus ausscheiden sollten, wenn sie weniger infiziert werden sollten, was wir im Moment nicht wissen, dann sind aber ja in einer Schule sehr viele Kinder sehr dicht beieinander, auch über längere Zeiten in so einer Klasse. Das könnte das alles wieder kompensieren und dann hätte man eben doch die Schulen als wirkliche Motoren der Virusübertragung in der Gesellschaft. Wir wissen das alles nicht so richtig. Wie haben Sie zitiert mit dem Satz, dass immer noch ein Hauptspot sozusagen das familiäre Umfeld ist in Bezug auf die Infektion? Kein Kind möchte natürlich in Anführungsstrichen schuld daran sein, dass sich die Eltern jetzt infizieren und gegebenenfalls auch daran erkranken. Was tut man da klugerweise? Wir haben ja hier im Moment eine Situation, dass kein Schulbetrieb ist, sodass jetzt im Moment natürlich in der Familie vor allem übertragen wird. Aber das kann sich dann natürlich ändern. Also wenn jetzt Schulen wieder geöffnet werden, da muss man wahrscheinlich auch noch mal differenzieren zwischen älteren Kindern, die eigentlich ja also fast erwachsen sind, und dann eben gerade jüngeren Kindern, auch Kita-Kindern. Da weiß man noch weniger. Man weiß nicht, ob das hier so ist wie bei der Influenza, dass man da eine Überbetonung der Infektionsrate in diesen Altersgruppen hat oder ob es nicht doch so ist, dass zum Beispiel bei der MERS-Infektion ist das anscheinend so, dass wirklich Kinder weniger infiziert werden. Warum auch immer das so ist, das ist ein ganz anderer Kulturkreis. Das spielt sich ja alles vor allem im Mittleren Osten ab. Wir wissen zu wenig, wir müssen darüber mehr Forschung machen. Sie haben an vielen Stellen, und deshalb ist es auch so schön, Ihnen zuzuhören, immer wieder deutlich gemacht, wo Erkenntniszugewinne waren, was man alles vorher falsch eingeschätzt hat und jetzt besser weiß. Wo haben wir uns noch getäuscht? Wissen wir heute zum Beispiel mehr über die Letalität? Wie hoch wird die Sterberate in Bezug auf das Virus sein? Wissen wir mehr über diese Hintergrundimmunität, von der Sie sprachen? Dass manche Menschen eben offensichtlich das Virus körperlich verarbeiten und dann wieder an den Start können? Also es gibt viele solche Rätsel. Also eins haben Sie jetzt gerade angesprochen. Wir wissen nicht ganz genau, warum das eigentlich so ist, dass nicht alle im Haushalt sofort infiziert werden. Also es ist gerade eine große Haushaltsstudie aus China rausgekommen. Das ist schon interessant, was man da sieht, dass die sekundäre Attack Rate, wie man das nennt, also die Rate von denen, die sich infizieren, nachdem ein Indexfall in der Familie ist, ein bekannt Infizierter, die ist nicht 3/4 oder 80% oder 90%, sondern die liegt irgendwo im Bereich von 15%. Warum ist das so? Da sind Zufälle dabei, da sind sicherlich jeweils auch Maßnahmen dabei, dass man versucht, sich voneinander fernzuhalten. Aber in so einem Haushaltskontext, da fragt man sich eben schon, ob nicht doch eine gewisse bisher unerkannte Immunität auch vorliegt in einem Teil der Bevölkerung, zum Beispiel durch die Erkältungs-Coronaviren vermittelt. Das lässt sich nur schwer in Labortesten messen. Da wird aber sicherlich in nächster Zeit auch Neues an Daten rauskommen. Ich kann dazu gleich sagen, selbst wenn da so eine Erkenntnis reifen sollte, wird das nicht dazu führen, dass man jetzt im Nachhinein sagt, die jetzigen Maßnahmen waren falsch. Das wird dann eher dazu führen, dass bei dieser jetzigen Strategie, diese Kurve abzuflachen, dann die Kurve nicht ganz so lang ausläuft in die Zeit, sondern vorher enden wird. Das ist so ein Effekt, also diese unbekannte Immunität. Bei der Letalität, da muss man unterscheiden zwischen Fall- und Infektionssterblichkeit. Da gab es ja jetzt dann auch die Daten aus der Gangl-Studie, wo gesagt wurde, das ist viel geringer, als man bis jetzt dachte. Ich glaube auch... Von Professor Streeck. Genau, von Hendrik Streeck. Ich bin mit dem auch in Kontakt, ist ja ein Kollege von mir. Ich glaube auch, dass man da sehr interessante Dinge aus dieser Studie raussehen wird. Es war natürlich ein bisschen blöd, dass das jetzt so in so einem vorläufigen Status alles kommuniziert wurde. Mit so wenig Hintergrundinformationen. Aber insgesamt ist das sicherlich eine extrem solide, robuste Studie, die ich da auch erwarte. Also der Hendrik hat mir da auch so ein paar erste Einblicke mal gezeigt in die Daten. Das ist richtig interessant. Es ist aber natürlich eine Hochprävalenzsituation, also eine ganz ausnahmsweise aufgetauchte Situation, die nicht für Deutschland eben so hoch betroffen war. Richtig, genau. Das haben die Kollegen aus Bonn auch dazu gesagt, dass das nicht für Deutschland repräsentativ ist. Und man hat da einfach unheimlich viel Infektionsgeschehen. Und mein Gefühl,
Wenn ich die Daten aber anschaue, und ich will da jetzt keine Details sagen, das müssen also die Kollegen wirklich selber aufarbeiten und dann eben auch präsentieren, ist aber, dass wir da eben keine Überraschung erleben werden, was die Infektionssterblichkeit angeht. Ich denke, die Zahl, die da rauskommt, ist die Zahl, mit der wir die ganze Zeit schon arbeiten. 0,4, 0,5. Ja, ich hatte mal einen Schätzungsbereich von 0,3 bis 0,7 genannt. Die großen epidemiologischen Modellierer haben gearbeitet mit Zahlen von 0,7, in einer Studie 0,9. Das sind jetzt alles nicht so Riesenunterschiede. Also wir werden da keinen ganz erhellenden Moment haben. Und wir werden auch nicht sehen, und das ist jetzt nicht nur bezogen auf die Studie in Gangelt, sondern auch das, was ich aus dem Kollegenkreis höre, auch aus Ländern in Europa, wo mehr Infektionsgeschehen ist als in Deutschland, also zum Beispiel in England, in Holland. Aber auch das, was ich von Kollegen und von uns selber weiß, wenn man anfängt, jetzt Antikörpertests zu machen, man findet schon Antikörper, aber die liegen eben nicht in einem Bereich, wo man sagt, wir sind schon halb durch und wussten das nur nicht, ne? Sondern das bewegt sich im niedrig einstelligen Bereich. Und auch da muss man mit den Tests ja noch wahnsinnig vorsichtig sein. Das also kommt dazu. Ja. Diese 15%, die da in Gangelt ermittelt wurden, die sind eben nicht sofort noch mal doppelt getestet worden. Auch das werden die Kollegen da jetzt hoffentlich tun. Aber genau. Man weiß noch nicht hundertprozentig, ob die Antikörper eben auch schon präzise mit dem Antibody-Test sind. Ja, also ich habe das Gefühl, dass die Bonner Kollegen da jetzt dabei sind, aus diesen Anfangsdaten jetzt eine sehr solide Studie zu machen. Mhm. Das wird extrem interessant werden. Nur eben mit keinen Riesenüberraschungen. Wir müssen hier einen Punkt machen. Ich darf